Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte heute einige Nachfragen bei ihrem Besuch im Max-Planck-Institut. Ein Termin, der der Physikerin Merkel besonders Spaß macht. Die Kanzlerin hat gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder zwei Labore des Instituts in Garching besichtigt. Hier wird unter anderem an abhörsicherer Kommunikation geforscht. Unser Wohlstand hängt von nichts anderem ab, als dass wir Weltmarktführer in der Grundlagenforschung und ihrer Anwendung in den neuen Bereichen sind. Und wir sind ganz sicherlich im Zeitalter der Digitalisierung, der Quantentechnologien, der vollkommenen Transformation unseres Wirtschaftens mehr denn je darauf angewiesen, dass wir da bei den Weltmarktführern dabei sind. Mit 300 Millionen Euro fördert der Freistaat Bayern das Institut und die Forschung. Auch Ministerpräsident Söder zeigt sich beeindruckt von der Arbeit. Während unsere einzelnen Supercomputer, die wir haben derzeit, wir haben in Bayern mit die schnellsten der Welt, wie ein einzelnes Instrument sind, entsteht mit Quantencomputing ein ganzes Orchester. Das heißt, wir bekommen einen völlig neuen digitalen Sound mit Optionen und Möglichkeiten, an die wir auch wirtschaftlich noch gar nicht ganz denken können. Dies macht das Ganze so spannend und faszinierend. Und das, was viele noch als Zukunftsmusik sehen, wird hier bereits geforscht. Hier in München wird an verschiedenen Aspekten der Quantentechnologien geforscht. Ganz praktisch heißt das: Da gibt es die Quantenkommunikation zum Beispiel, die abhörsicheres Übertragung von Informationen erlaubt, wo man absolut sicherstellen kann, dass niemand mithört. Gleichzeitig will man noch ein bisschen weitergehen. Man denkt eigentlich schon darüber nach, wie kann ich künftige Quantencomputer auch miteinander vernetzen. Dazu brauche ich so eine Art Internet, die aber jetzt speziell diese spezielle Information, diese sogenannte Quanteninformation überträgt. Und wichtige Schnittstellen dafür, wichtige Knotenpunktelemente werden hier unter anderem am Institut auch entwickelt. Für Angela Merkel war es der letzte Besuch am Max-Planck-Institut als Bundeskanzlerin. Zurück kommt sie vielleicht einfach als interessierte Physikerin.